Hallo zusammen, ich habe die Biobox Demeter. Eine Sonderbox von Biobox. Und zwar ist hier angeblich ein Gesamtwert von über 40 Euro drin. Soll es auch sein. Einzigartige Naturkosmetik mit Lebensmitteln bis hin zum Tee. Sollen hier Wohlfühlen und Hochgenuss versprechen. Schauen wir mal, ob das auch stimmt. Als erstes haben wir hier ein Journal. Da können wir dann mal wieder Demeter Journal. Können wir hier ein bisschen stöbern, gucken, lesen. Alles Mögliche. So, jetzt gucken wir hier in die Box. Obligatorisch die Box mit dem meisten Papierkram. Legen wir erstmal beiseite. Wollen wir erstmal nicht gucken. Was haben wir hier? Wir haben hier, was ist das? Nepali Gardens, fair gehandelte Zutaten. Was ist das? Ach du meine Güte. Ingwer, Tulsi, Guduchi, was? Tripala? Okay. Aha, lies doch gleich die richtige Seite, Conny. Bio-Kräutertee. Habe ich eh schon angenommen. Aufgrund der Zutaten. Hoffentlich schmeckt man den Ingwer nicht durch. Hoffentlich. Ja. Riecht man ihn denn? Nee, man riecht hier einfach gar nichts. Ayurvedischer Bio-Kräutertee. Naja, gut. Bio-Kräutertee werden wir mal probieren. Was haben wir hier? Schwester Maria und Josef. Was ist das denn hier? Spielberger Mühle. Müsli-Woche. 7 leckere Müsli-Sorten. Ja, das ist cool. Das finde ich jetzt geil. Das finde ich richtig geil. Ich nehme die Box jetzt einfach mal hier an der Seite neben mich. Weil die ist so groß. Die passt hier kaum auf den Tisch. Mensch, ich kann euch gar nicht die Produkte zeigen. So, da haben wir es. Das ist eine Müsli-Woche. Da sind wohl, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, 7 Tüten Einzelmüslis drin. Das finde ich cool zum Durchprobieren. Das finde ich gut. Was haben wir? Sonntag gibt es Dinkel-Früchte-Müsli, Montag Reis-Exotik-Müsli, Dienstag Gerste-Mandel-Müsli-Brei, Mittwoch Hirse-Apfel-Müsli-Brei, Donnerstag Roggen-Urkorn-Bürcher-Müsli, Freitag Hafer-Schoko-Müsli und Samstag Mais-Schoko-Knusper-Müsli. Ja, ne? Hört sich irgendwie alles super an. Ich stehe auf Müsli. Das werde ich wahrscheinlich mit meinem Vanillequark essen. Und dann passt das. Habe ich jeden Tag ein leckeres Müsli. Schön. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier Young and Active Cream. Martina Gebhardt von Young and Active. Hatte ich nicht gerade in der... War das in der Biobox oder war das in der Fairybox? Weiß ich jetzt gar nicht. In einer der Boxen hatte ich doch den Toner zu diesen Dingen. Auch Young and Active. Das passt ja dann gut zusammen. Kann ich ja dann in Kombi benutzen, ne? Young und Active Cream. Ich bin ja auch so jung und aktiv. Ist für junge Mischhaut und ja, daher werden wir mal einfach benutzen. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Lakshmi Lip Gloss. Lakshmi Lip Gloss. Lakshmi Lip Gloss ist immer gut. Lakshmi finde ich cool. Passt. Guck mal, so ein großer Tiegel. Also wirklich großer Tiegel. Und guck mal, da ist ganz wenig nur drin. Das ist hier nur bis hier so. Das ist hier so. Seht ihr das? Riesentiegel. Schmeckt alt und abgestanden. Leider. Sieht wie Kiwi aus. Riecht auch irgendwie nicht deutbar. Irgendwie habe ich momentan mit den Boxen und Lippenprodukten nicht so ein Händchen. Man soll es aber auch nicht essen. Daher wird das wohl in Ordnung sein. Fühlt sich aber gut an. Sehr, sehr ölig auf der Haut. Ehrlich gesagt auf den Lippen. Sehr, sehr ölig. Naja, mal gucken. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall halt ein Lipgloss. Man muss ihn ja nun nicht essen. So, Dinkelhörnchen. Dinkelhörnchen, das ist praktisch. Ich koche in letzter Zeit viel mit Nudeln. Mein Mann liebt ja Nudelgerichte. Ich entwickle mich aktuell zur Bolognese-Königin. Und mein Mann ist happy. Das ist schön. Ja, daher. Okay. Mein Mann kann ja nicht nur vom Pizza leben. Nö, kann man auch mal Dinkelnudeln. Finde ich gut. Dinkelnudeln sind okay. Was ist das? Sesam. Sesamo mit Schwarzkümmel. Ich glaube, solche Dinger hatte ich schon mal, ne? Ich glaube, die waren schon mal irgendwo drin. Und sowas hat mir schon mal geschmeckt. Ob das jetzt die Sorte war, das weiß ich nicht. Aber das sieht irgendwie lecker aus. Hoffentlich schmeckt es auch lecker. Gucke ich, ist hier noch irgendwas drin oder bin ich schon durch? Nö, das war's. Nichts mehr drin. Das war die ganze Box. Nudeln, Sesamknäcke, Lakshmi Lipgloss, Gesichtspflege,
ein Kräuter und, was ich am geilsten finde, immer noch das Müsli. Das ist die ganze Demeter-Box. Ich hoffe, so spricht man es überhaupt aus. Gefällt sie mir. Sie kostet 24,90. Wie gesagt, Wert über 40 Euro. Denn die Dinkelhörnchen 2,79, 5,95 das Müsli, die Sesamriegel hier 59 Cent, der Tee kostet 6,95 €, der Lipgloss liegt natürlich mit 14,90 € am teuersten, Lakshmi war noch nie günstig und die Young & Active Creme mit 15 € als teuerstes Produkt dabei. Ich finde es okay. Vor allen Dingen, wenn man Lakshmi mag, finde ich es okay. Ich freue mich trotz alledem, ich freue mich am meisten über das Müsli. So blöd es jetzt klingt, ich freue mich am meisten über das Müsli. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich sie nochmal bestellen? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich nicht. Und würde mir einfach nur das Müsli ordern. Weil mir, ich meine, gut, Lakshmi ist wirklich nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen. Lakshmi ist gut. Aber mir gefällt jetzt der Geschmack so auf den Lippen nicht. Das ist jetzt nicht so das Wahre. Die Creme finde ich okay. Ich bin gespannt, wie sie ist. Ich kenne sie, wie gesagt, noch nicht. Ich habe den Toner dazu und kann das dann in Kombi probieren. Das finde ich dann wieder gut. Also ich bereue den Kauf nicht. Aber ob ich sie nochmal ordern würde, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Werde mich auf jeden Fall kräftig durchs Müsli futtern und das schön benutzen. Den Tee werde ich wahrscheinlich an meine Tante verschenken oder mit ihr zusammen mal trinken. Mal gucken, vielleicht kriegt sie das ja noch als kleines Extra zu Weihnachten oder so. Da freut sie sich bestimmt. Ist ja Ingwer mit drin. Daher gehe ich gar nicht erst das Risiko ein und trinken selber. Ja, wie gefällt sie euch? Schreibt es mir bitte mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Jedoch wohl nicht mehr mit Biobox. Denn die habe ich erstmal beendet. Sind mir in letzter Zeit ein bisschen zu viele Boxen. Daher habe ich die Biobox erstmal abgesetzt. Nun gut, dann sehen wir uns bei einer anderen. Also, bis dann. Tschüss.